Fünf Fakten über den vergangenen Spieltag der Ligue 1. Monacos 6:1 Untergang in Lyon zeichnete sich schon in der ersten Halbzeit ab. Zum ersten Mal seit August 2000 kassierte die Truppe aus dem Fürstentum 4 Treffer im ersten Durchgang. Durch seinen Dreierpack steht Alexandre Lacazette nun schon bei 21 Saisontoren. Damit ist er der erste Franzose seit Stéphane Guivarch, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mehr als 20 Tore schafft. Marseilles Sieg gegen Reims war der zweite 1:0-Erfolg in Serie. In den 19 Spielen zuvor gewann Olympique insgesamt nur zweimal mit 1:0. Bei Nizzas 2:0-Erfolg gegen Saint-Étienne flogen gleich zwei Spieler vom Platz. In den vergangenen 10 Partien zwischen beiden Teams gab es damit insgesamt 10 Platzverweise. Durch das 4:0 gegen Ajaccio steht PSG nun bei 92 Punkten. So viel schaffte vorher noch niemand. Der Meister verbessert damit den eigenen Rekord von vor 2 Jahren. Damals schaffte man 89 Punkte.